In den Bergen Gonvas kann man am heutigen Tag sehr seltsame Geräusche hören. Und diese kommen von dem neuen Dryptosaurus. Oh Gott, wie der klingt. Ja, das ist der Drypto, der neue. Es gibt tatsächlich zwei Drypto-Mods. Auch schon eine ältere, aber wir probieren natürlich die neuere aus. Ja, fühlt sich als Baby jetzt erstmal relativ langsam an, muss ich sagen. Also ich glaube, groß wegrennen vor irgendwas wird nichts. Also müssen wir uns eher bedeckt halten und erstmal ein paar Missionen und sowas machen. Wir sind übrigens gar nicht so langsam. Es lag an dem Home Cave Debuff, weil da vorne, da ist eine Home Cave und wenn man da zu lange ist oder da spawnt, dann hat man halt so einen Debuff, dass man langsamer ist. Das heißt, wir sind doch relativ flink. Oh nein, ich habe irgendwas gehört. Müssen die auf jeden Fall weg. Ich glaube, da ist was im Wasser, oder? Sounds hören sich zumindest so an, als wenn die aus dem Wasser kommen. Ich habe übrigens auch einen sehr, sehr lustigen Call, den zeige ich euch mal. Der klingt irgendwie falsch, oder? Das ist auch ein Troll. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das ernst meinen. Natürlich kriegen wir noch eine Mission am Ufer. Also müssen auf jeden Fall die Augen offen halten. Nach Bewegung im Wasser. Oh Gott, wir müssen uns verstecken. Ich hoffe, der sieht uns nicht. Beweg mich einfach mal nicht. Ich glaube, wegrennen vor dem können wir nicht. Dürfen jetzt uns auch nicht bewegen, sonst machen wir zu viele Sounds. Oh, ich glaube, er hat uns nicht bemerkt. Das ist gut. Wir warten auf jeden Fall noch einen Moment und dann laufen wir weg in die andere Richtung. Wobei ich hier diese Blumen sammeln muss. Also eigentlich will ich hier nicht weg. Okay, der ist verschwunden. Gott, der ist noch da. Fangen uns mal eben was zu essen. Sehr gut, da haben wir es. Oh, jetzt geht's. Okay, sehr schön. Oh, da ist ein Flugsaurier. Ich hoffe, der fliegt weg. Weil ansonsten können wir unsere Mission nicht machen. Sieht aber gut aus. Der ist sehr, sehr hoch. Das heißt, der wird hier wahrscheinlich nicht mehr landen. Okay, los geht's. Ja, hier liegen die ganzen Wurzeln. Die müssen wir sammeln. Hier ist gerade direkt ein Maib neben uns. Ich weiß nicht, ob der mich gesehen hat. Ich glaube nicht. Oh Gott. Der sammelt hier irgendwas oder so. Ich darf mich nicht bewegen. Der sieht mich doch, oder? Ja. Oh Gott, der greift uns aber nicht an. Gott sei Dank.
Ansonsten konnte ich jetzt zum Glück ohne Probleme komplett auswachsen. Und ich habe jetzt auch meine finalen Attacken gelernt. Nämlich einmal den normalen Biss. Dann eine Kopfnuss. Und die macht wohl einen hohen Blutungsschaden. Dann haben wir eine Klauenattacke. Und einen Schweifhieb. Also relativ überschaubar. Und jetzt müssen wir uns auf die Jagd begeben und ja, ihm was erlegen, damit wir unseren Hunger stillen können. Trinken muss ich auch bald, aber ich glaube, hier vorne ist ein Gewässer, da gehe ich dann einfach mal hin. Das ist ein Para. Ja, gegen den zu kämpfen ist wahrscheinlich schwierig. Der scheint alleine zu sein. Oh, hier sind halt über so Baumstämme, wo man hängen bleibt. Das ist nicht cool. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gegen die Baumstämme laufen. Sind halt überall irgendwelche Sachen auf dem Boden. Vielleicht kann ich ihn hier aufs offene Feld hier ein bisschen locken. Kommt noch irgendwas anderes? Der hat halt einen besseren Wenderadius als wir. Das ist eine Katastrophe. Oh Gott, hier bleibe ich auch hängen. Und wenn ich irgendwo hängen bleibe, ich bin so langsam. Das ist ja Wahnsinn. Oh Gott, ist der Dripto schlecht. Ich fühle mich so unbeweglich. Ja, das hat keinen Sinn. Wir müssen flüchten. Schade, schade. Aber warum fühlt sich das so blöd an im Kampf? Wieso ist der Para so viel wendiger als ich? Oh no, ey. Ich hab kaum noch Ausdauer. Jetzt bleibt er da unten stehen. Oh, da vorne ist ein Terrorbird. Gegen den haben wir doch auch niemals eine Chance, so unwendig wie wir sind. Probier es trotzdem. Okay, der blutet schon mal. Guck mal, wie viel wendiger der ist. Das ist crazy. Ich mag den überhaupt nicht, den Drypto. Der fühlt sich echt doof an. Wisst ihr, was wir deswegen machen? Wir wechseln jetzt einfach. Von diesem Drypto, den mag ich überhaupt nicht, zu dem alten Drypto. Dann probieren wir den doch auch einfach aus und machen damit das Video weiter. Bin sehr gespannt, was der kann. Der Drypto ist übrigens als Baby super wendig. Also der kann sich direkt auf der Stelle so drehen. Das ist schon krass. Oh, ich höre hier was. Ach so, und wundert euch übrigens nicht, falls ihr mal so einen Froschquaken hört. Dieses Geräusch hier. Das macht der Drypto, wenn er springt oder irgendwo runterfällt. Also das ist nicht irgendwie ein anderes Tierchen, was in der Nähe ist.
Hinter uns ist ein Konkavenator. Das ist nicht gut. Ich hoffe, der greift uns nicht an. Doch, der wird uns angreifen. Wir sind wendiger als der. Vielleicht können wir uns das zunutze machen. Ich bin halt noch super klein und schwach. Dürfen wir uns nicht treffen lassen von dem. Oh shit. Ist unser gehittet. Oh, der macht gar nicht so viel Schaden. Oh, der hat auch einen Schweifhieb. Vielleicht können wir halt auch einfach seine Ausdauer entziehen, indem wir lang genug ausweichen. Oder darauf hoffen, dass uns irgendein Croc oder so rettet. Oh Gott, es wird aber schwierig. Ich glaube, wir müssen kämpfen. Aber der Hilt trifft uns halt mit der Clown-Attacke sogar, wenn er nach vorne hackt und wir hinter ihm stehen. Das liegt, glaube ich, ein bisschen am Server-Lag. Okay, ich renne weg. Oh nein, der ist direkt hinter uns. Ja, um Hilfe schreien bringt hier, glaube ich, nicht viel. Er ist auch schneller als wir. Da sind Crocs. Autsch. Okay, er hat uns mit einem Schweifhieb erwischt. Ah, so ein Mist. Hier vorne läuft irgendwas. Ah, wie gut. Das ist der andere Drypto. Jetzt können wir uns für das schlechte Gameplay rächen. Den holen wir uns. Er versteckt sich hier im Busch. Und rennt weg. Oh, da bin ich dagegen gelaufen. Ich habe übrigens neue Attacken gelernt, die zeige ich euch gleich. Ah, das tut gut. Wir sind jetzt ganz ausgewachsen und das hier sind unsere finalen Attacken. Einmal ein normaler Biss, dann ein Kopfstoß. Der hat auch Knockback, also damit können wir Gegner wegschubsen. Dann haben wir einen aufladbaren Clown-Angriff. Je länger wir den halten, desto mehr Schaden macht er. Dann haben wir einen Kick. Und dann auch noch eine sechsfache Clown-Attacke. Ich glaube, die ist ganz gut, wenn wir so kleine Gegner um uns rum haben. Können wir uns einfach so drehen und einfach nach unten schlagen die ganze Zeit. Also der fühlt sich auf jeden Fall wesentlich besser an als der neue Drypto. Der hat mir leider gar keinen Spaß gemacht. Ich bin ganz froh, dass wir noch die Wahl hatten zu wechseln, weil dadurch kann ich das Video wenigstens fertig machen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo hier einen Gegner oder so finden. Ich glaube, der will sich den kleinen Para schnappen. Oh nein, er hat ihn! Aber er ist wieder runtergefallen. Lauf, kleiner Para! Nicht zu mir. Da ist er tot. Aber wir sind auch langsam hungrig. Wir müssen auf jeden Fall jagen gehen jetzt.
Er kann sich auch ganz schön schnell auf der Stelle drehen. Das wird schwierig, den zu kicken. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen drumherum laufen. Da haben wir einen Kick gelandet. Ah, der hat auch einen Schweifhieb. Schade, der hat nicht getroffen. Ja, er dreht sich jetzt gerade nur auf der Stelle. Ich komme gerade auch nicht um ihn rum. Auf jeden Fall Publikum. Haben wir ihn nochmal gut getroffen. Wir könnten ja mal unsere Clown-Attacke aufladen eigentlich, ne? Aber der hat uns auch getroffen. Ich glaube, das war es nicht wert. Er rennt uns jetzt auch hinterher. Ich glaube, mit dem Kick sind wir hier besser dran. Wir müssen halt mit der Ausdauer ein bisschen aufpassen. Immer mal ab und zu ein bisschen was laden. Aber wir müssen dafür sorgen, dass er in Combat bleibt. Wir sehen ja auch immer das Auge bei uns da, dieses Symbol. Ist ja auch ungefähr die Zeit, die er hat, damit er nicht leckt. Bis dahin müssen wir ihn halt getroffen haben. Das war gut. Das Gute ist, wenn er rennt, dann verblutet er. Ich hätte gern ein bisschen mehr Ausdauer. Aber wir müssen jetzt bald wieder einen Hit landen, das ist wichtig. Hier ein bisschen Ausdauer aufladen. Hat er uns fast erwischt. Das war nicht gut. Okay, wir haben ihn auch wieder erwischt. Das hat leider nicht getroffen. Dieser Baum ist zum Glück echt gut für uns. Die Ausdauer lädt immer wieder langsam ein bisschen auf. Das ist sehr gut. Alles gut, wenn er sprintet,
Dann verblutet er ein bisschen. Müssen ihn wieder attackieren. Haben wir wieder einen Hit gelandet. Das war wichtig. Noch ein Hit. Ja, der will halt abhauen. Der will sich gegen eine Wand stellen oder so, glaube ich. Ah, nach da oben. Der Schlingel. Oh, da hat er mich erwischt. Ah, das ist jetzt blöd da oben. Da kann ich jetzt, glaube ich, nicht mehr viel machen. Ah, doof. Ich kann versuchen, ihn zu baiten, dass er runterfällt oder so. Das wäre nochmal ein Versuch wert. Ansonsten weiß ich nicht, was wir machen können. Haben wir nochmal gute Hits gelandet. Oh, da haben wir auch nochmal kassiert. Aber wir müssen halt jetzt riskant spielen. Na komm, trau dich. Ja, wenn ich nach da oben gehe, ist es halt mein Untergang. Ich hoffe halt, dass er nochmal runterkommt oder so. Aber ich glaube, das macht er nicht. Kommt halt gar nicht mehr runter. Oh, hör jetzt. Okay, ich probier's. Oh, wir haben Fallschaden bekommen. Ah, ich glaube, das wird nichts mehr, Leute. Schade, schade. Aber komm, ganz ehrlich, wir sind Sieger der Herzen. Oder was sagt ihr? Und ich würde sagen, das soll es jetzt auch mit dem Drypto gewesen sein. Ich muss sagen, mir hat der alte Drypto, also dieser hier, wesentlich besser gefallen. Falls euch das Video gefallen haben sollte, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wenn ihr mich unterstützen wollt, schreibt einen netten Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, macht's gut, haut rein, euer Dandy.